Wir sind heute hier beim 10-jährigen Jubiläum der Berliner Republik. Er wünscht uns alles Gute für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Und es ist toll, dass es diese Zeitschrift gibt. Es ist toll, dass es Netzwerke gibt. Und alles Gute weiterhin. Herzlichen Glückwunsch der Berliner Republik zum 10-jährigen Jubiläum. Alles Gute. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ein großartiges Debattenmagazin, das ich gerne lese und das ich manchmal auch mit beitragen kann. Herzlichen Glückwunsch. Also ich wünsche der Berliner Republik für die nächsten 10 und vielleicht sogar 100 Jahre alles erdenklich Gute. Sie haben heute zumindest ihr 10. Jubiläum mit einer außerordentlich guten Tagung begangen und das sollten Sie alle 10 Jahre mindestens genauso gut wieder machen. Es ist ja so, Doc Kuhn konnte zwar nicht kommen, er wollte aber kommen. Und dass er kommen wollte, das werden wir jetzt vorgeführt bekommen. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst gratuliere ich der Berliner Republik zu ihrem 10-jährigen Jubiläum. 10 Jahre Berliner Republik. In dieser Zeit hat sich Ihre Zeitschrift als Diskussionspodium für progressive Politik und neue politische Ideen etabliert, mit einem offenen Auge für Debatten und intellektuelle Entwicklungen im Ausland. Das ist es, was mir an Ihrer Zeitschrift besonders gefällt, die internationale Offenheit und Neugier. Und das ist genau das, was die europäische Sozialdemokratie braucht und was ihr nützt, gerade in Zeiten wie diesen, voll von gesellschaftlichen Turbulenzen. Once again, I'm sorry that I'm not with you tonight, but nevertheless, I hope you will enjoy your evening. Good night. Ich finde die Berliner Republik gut und ich hoffe, dass die Berliner Republik genauso wird wie die Berliner Republik. Also, dass die Berliner Republik nach 10 Jahren schon ganz gold ist, das überrascht mich schon. Das ist man normalerweise nach 50 Jahren. Aber ich finde trotzdem nicht, dass die Berliner Republik über Gebühr gealtert ist. Sie ist ganz frisch und munter. Also, liebe Berliner Republik, ich bin Hubertus Häuser, Journalist und Diplompolitologe und Abonnent der Berliner Republik. Und ich habe als Leser von vielen, vielen guten Beiträgen profitieren dürfen. Dafür vielen Dank. Aber als Politologe auch sehr, sehr viele gute Beiträge gefunden, die ich in meiner Diplomarbeit damals habe einarbeiten können. Und dafür, für beides, vielen herzlichen Dank und weiter so. Ich wünsche der Berliner Republik viele weitere Hefte mit den wichtigen Debatten, die wir heute brauchen. Weiterhin viele gute Jahre, mehr als 10 auf jeden Fall und dass ihr weiterhin so gute Arbeit leistet und hervorragende Hefte rausbringt. Ja, und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum natürlich. Ich wünsche der Berliner Republik für die nächsten 10, 20, 30 Jahre alles Gute und hoffe, ihr habt weiterhin so nette Leute unter euch und macht das Beste draus. Herzlichen Glückwunsch zur Berliner Republik. Wir sind stolz, dass es sie gibt, nicht nur noch gibt, sondern sie wird gebraucht. Insofern, das Wichtigste ist abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ja, herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag. Ich hoffe, dass auch die nächsten 10 Jahre so erfolgreich für euch verlaufen und dass wir auch in 10 Jahren wieder hier stehen und feiern können. Viel Glück und viel Erfolg. Gitarren, die spielen.
Sie mit den Liebenden fühlen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Und da muss die Musik sein, für ein wichtiges Blatt. Alles Gute.